Hallo und herzlich willkommen zurück zu Obscuritas hier im Hundefreizeitpark. Ja, wie man wahrscheinlich schon sieht, ich habe die Helligkeit voll hochgedreht, damit ich mal überhaupt was sehe. Ja, ohne Batterien. Ja, ohne Batterien ist hier echt der Krieg nicht zu gewinnen und. Und diese paar Lämpchen da, die bringen auch richtig viel. Ja. So, jetzt heißt es erstmal wieder Harnräder finden. Ruckel, ruckel, ruckel. Ja, Entschuldigung, ich habe nun mal einen Gameboy von 2015 und nicht die aktuellen Versionen der NASA gebucht. Aber schau mal einer an, jetzt sehe ich sogar ein bisschen was. So. Diese Maschine scheint eine der Röhren mit Strom zu versorgen. Okay. Siehst du, das Ding habe ich vorhin nämlich auch übersehen. Ah ja. Oh, Hund. Hey. Ja, nervigen kleinen Biester. Na, oh, hättest du mal auf leicht gestellt. Hat sie mich gerade gedisst? Genau wie mein Sohn vorhin in der Dusche, ich nicht nach Schokolade. Boah! Hat die Hätte das mich. mal gemacht. Ey, Hätte das du. mal gemacht. Du kleine Flöze, du! Hättest du mal auf leicht gestellt! Ja, dann wäre da vielleicht nur ein Hund, oder? Hättest du mal Vielleicht deinen Onkel am Leben diese Maschine gelassen! scheint eine der Röhren mit Strom zu versorgen. Alter, da hat es dir wirklich gegeben. Alter, sowas. Finde ich cool. Aber dass die auch weiß, dass das so ein Ding ist. Jetzt sehe ich auf Ich dem habe es Boden. endlich geschafft, durch das Portal in die andere Welt zu gehen. Was? Ich hatte also mit meinen Vermutungen immer recht. Diese Welt existiert. Allerdings scheint es sich hierbei um ein dunkles Abbild unserer Realität zu handeln. Es war sehr schwierig, hier das Portal zu finden und seine Funktion wiederherzustellen. Bleibt nur zu hoffen, dass die eingestellte Kombination stimmt und ich wirklich wieder in unserer Realität ankomme. Sind in der falschen Realität? Parallelwelt. Zahnrad finden, einsetzen, starten. Und dich wieder vom Hund fressen lassen. Mädchen, wie wär's mal rumlaufen? Dankeschön. Batterien werden so Luxus, ne? Danke, Musik. Man hört die Mistviecher aber auch überall, ne? Um einen rum komplett. Man kann nicht richtig lokalisieren, wo die jetzt sind. Das Problem habe ich so direkt nicht. Mein Problem ist tatsächlich, durch die Musik höre ich die Hunde nicht mehr. Aber sie scheinen auch nur auf den Wegen zu laufen. Ich wäre mir da ehrlich gesagt So, nicht so sicher. der ist jetzt in dem Haus. Ich sehe den nicht. Ich höre ich hör ihn nur. Achso. Hab ihn gesehen, wie er hier vorne war. Jetzt läuft jetzt auch zu. Da ist offen.
Ja, hier hast du dich vorhin versteckt gehabt und dann gegenüber irgendwo war das Zahnrad. Genau da ist es. Jetzt muss ich in das Gebäude da rein. Und ja, sobald wir wieder in irgendwelchen Gefilden sind, wo ich nicht solche Rätsel machen muss, werde ich auch die Helligkeit wieder auf normal einstellen, dass ich die Taschenlampe wieder brauche. Aber das ist mir gerade hier eindeutig zu heavy. Musik bitte leise, danke. Lauf doch am Baum vorbei. Ne, wieso? Man kann auch dran hängen bleiben. Ich bin so fett. 90, 60, 90. Und das andere Bein auch. Da kann man bei mir auf jeden Fall. Aber den hätte man ja auf einfach stellen können. Alter. Ja. Das war cool. Litsche. Fehlt dir jetzt auch noch ein Zahnrad oder was? Ja, oh, ich häng fest. Oha. Ui. So. Hier oben fühle ich mich aber sicher. Erstmal hinsetzen. Ja, so ungefähr. Ja, ich habe vielleicht gedacht, dass es quasi das Rätsellevel ist und nicht hier so ein Schwierigkeitsgrad. Ich habe ja auch nicht damit gerechnet, dass man wirklich stirbt. Also. Ja. Man kann ja echt sagen, das ist das erste Spiel, wo man so. Ja, wobei. Nee, Pineview Drive, da ist man auch drauf gegangen. Ja, klar. Wir haben uns da halt nur sehr gut gehalten. Ja. Ja, aber auch nur, weil du die Maus kontrolliert hast. Nicht ich. Ja, gut. Ich meine, einmal bin ich ja gegen dich gegengeballert. Es tut mir leid. Wir haben es überlebt. Aber das haben sie ja rausgenommen. Zwei von drei Generatoren gehen. Jetzt haben wir doch eigentlich oben alles abgesucht. Riskier es mal hier stehen zu bleiben. So, wir waren. Ja, waren wir jetzt an allen Punkten? Eigentlich schon. Die Sache ist, ich habe so die Vermutung, dass in der Mitte noch was ist.
aus derselben Richtung und gehen in dieselbe Richtung. Hm. Da kommt der wieder. Kommt er hier hoch. Echt jetzt? Wow, Alter. Hä? Auf dieser Reichweite? Okay. Okay. Ach, scheiße, stimmt. Ha. Ach, jetzt auf einmal bleib ich an der Tür hängen. Mhm. Wow. Ich warte jetzt einfach ab. Ah, wird das Beste sein. Mhm. Oder? Ach komm, ich höre sie nicht. Nee, der hat hier seine Runde gedreht. Im Saal. Ja. Hä? War der da hinten? Oh, Entschuldigung, ich bin zu fett. Oh. Hier ist gar keiner. Hä? Da, doch. Das ist das falsche Zahnrad, okay. Okay, dann sind die Zahnräder auch tatsächlich. Also es gibt da. Wie viele Generatoren gibt es? Drei. Drei, also gibt es zwei Zahnräder. Ja. Weil ein Generator hat ja schon einen drin sitzen. Genau, so. Das ist der hier. Diese Maschine scheint eine der Röhren mit Strom zu versorgen. Die neutral hat. Genau. So. Zweite Ding. Hopp. Genau, das ist hier gewesen. So. Ich werde halt den Zettel mitnehmen. Ich habe es geschafft, durch das Portal in die andere Welt zu gehen. Ups. Ich hatte also mit meinen Vermutungen immer recht. Diese Welt existiert. Allerdings scheint es sich hierbei um ein dunkles Abbild unserer Realität zu handeln. Es war sehr schwierig, hier das Portal zu finden und seine Funktion wiederherzustellen. Bleibt nur zu hoffen, dass die eingestellte Kombination stimmt und ich wirklich wieder in unserer Realität ankomme. Wahrscheinlich wirklich in der Mitte. Über die Statue vielleicht. Ja.
Es wäre ja auch schon mal schön leicht, wenn sie mal springen könnte, ne? Mhm. Weil momentan kann man ja echt sagen, meine Oma springt besser. Und die hat Probleme mit der Hüfte. Keine Ahnung, ich musste jetzt erstmal weg. Also ich habe jetzt nichts gesehen gehabt auf den ersten zwei Bänken. Das ist halt die Sache, ich habe keine Ahnung von ihrer Angriffsreichweite. Ja, das ist immer mal so. Oh, geil, ist die Maschine laut. Und? Hat mich. Okay. Ach so, dann wird das jetzt erstmal offscreen passieren. Ja, ich würde jetzt aber auch erstmal das Zahnrad suchen, was wir noch nicht haben. Das andere wissen wir. Ja. Oh. Das macht keinen Sinn, weil den Rest, den kann man dann abrushen. Naja. Aber wie gesagt, das mache ich jetzt sowieso erstmal offscreen. Damit würde ich sagen, beenden wir diese Folge hier. Und wir sehen uns dann in der nächsten. Bis dahin, macht's gut. Bye, bye.